Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich berichte in diesem Vortrag von einem Forschungsprojekt und der Implementation des Datenmanagements für dieses Forschungsprojekt, das meine Haupttätigkeit im Rahmen meines Doktorandenstudiums in diesem Forschungsprojekt ist. Und zunächst werde ich eine kurze Einführung geben, dann das Datenmanagement, wie es von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, durch das das Forschungsprojekt finanziert wird, gefordert ist, erläutern. Dann werde ich erläutern, wie wir das implementieren. Dann den zweiten Aspekt, die Forschungsdatenbank und die Implementation der Forschungsdatenbank erläutern und erste Ergebnisse und ein Fazit vorstellen. Also ganz kurz einführend zu dem Forschungsprojekt. Das ist ein Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft. In diesem Sonderforschungsbereich sind über 100 Wissenschaftler beteiligt von drei Universitäten, der Uni Köln, der Uni Bonn und der Universität Aachen. Und es ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt aus der Archäologie, den Geowissenschaften und den Kulturwissenschaften. Das Forschungsprojekt behandelt die Fragestellung nach der Ausbreitung des modernen Menschen nach Mitteleuropa, also wie der anatomisch moderne Mensch, wo man in diesem Forschungsprojekt von der Fragestellung her ausgeht, im heutigen Äthiopien sich entwickelt hat und wie er von dort halt nach Mitteleuropa sich ausgebreitet hat. Genau, und in diesem Forschungsprojekt wird eine Forschungsdatenbank entwickelt durch meine Person bzw. durch unsere Arbeitsgruppe, die auch Teil dieses Forschungsprojekts ist. Und diese Forschungsdatenbank soll zwei Hauptaspekte erfüllen. Zum einen soll sie als Publikationsplattform und Datenarchiv für die in dem Forschungsprojekt entstandenen Daten und für die im Forschungsprojekt entstandenen Daten dienen. Zum Zweiten soll sie eine integrierte Datenbasis, die den Forschern Daten zur Verfügung stellt, um ihre Forschung mindestens zu unterstützen, halt bereitstellen. Und in dieser Datenbank geht es halt um Daten für Paläo-Umwelt-Modelle, Simulationen, archäologische Daten natürlich und geoarchäologische Daten. So, kommen wir zum ersten Teil, dem Datenmanagement. Die DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft, fordert von jedem Sonderforschungsbereich ein Datenmanagement, die Implementation eines Datenmanagements, wo sichergestellt werden muss, dass alle Daten, die in so einem Forschungsprojekt erzeugt werden, auch sicher archiviert werden und publiziert werden können, zusätzlich. Also das ist der reine, sozusagen formelle Teil meiner Arbeit, diese Punkte zu implementieren. Der Hauptaugenmerk dieser Implementation ist, dass die Daten halt lange vorhaltbar sein müssen und für bis zu 22 Jahre abrufbar sein müssen. Das resultiert daraus, dass ein Sonderforschungsbereich immer in vierjährigen Phasen genehmigt wird bzw. beantragt wird und ein Sonderforschungsbereich maximal drei Phasen durchlaufen kann, was sich zu 12 Jahren ergibt. Und zusätzlich müssen die Daten mindestens 10 Jahre nach Ablauf des Forschungsprojektes zugreifbar sein, was dann eine Mindestlaufzeit von 22 Jahren ergeben kann. Im Falle, dass das Forschungsprojekt halt drei Phasen durchläuft. Im Moment sind wir in der ersten Phase, im dritten Jahr in der ersten Phase, also fast dritten Jahr in der ersten Phase. Als Konsequenz daraus haben wir uns dann natürlich dafür entschieden, das ist in keiner Weise vorgeschrieben von der DFG, übrigens, dass wir ausschließlich standardisierte Datenformate und Schnittstellen verwenden zum Zugriff, die gut dokumentiert sind
und somit auf proprietäre Datenformate, wo es geht, verzichten. Und wir haben uns jetzt entschieden halt für OGC, Open Web Services, und RDF, Resource Description Framework. Wer die Keynote vom Arnulf Christel heute Mittag gehört hat, der hat davon auch schon geredet und meinte, das wäre die Zukunft. Sehe ich natürlich auch so. Deswegen haben wir das als Datenformat gewählt. Das Datenmanagement habe ich mal eine kleine Abbildung zugebaut. Also wir haben ein Web-Frontend. Gibt es hier einen Pointer oder so? Ich versuche es hier mit. Also eine Webseite, da kann man die Daten uploaden und beziehungsweise direkt eingeben, wenn es kleinere Daten sind. Und die werden einmal in einem Backend auf dem Server ganz normal in einem Dateisystem, das ist hier das Andrew-File-System, technisches Detail, wie es im Rechenzentrum in einem verteilten Dateisystem abgespeichert wird. Und zusätzlich werden die Daten halt auch in RDF modelliert. Das ist ungefähr das, was man im bisherigen Implementationsansatz als Metadatenmanagement bezeichnen würde, dass man das dann in einem ISO 19115 Fachschale speichert. Wir speichern das einfach in RDF ab und haben damit auch unsere Daten beschrieben und sogar noch semantisch referenziert, kann man so sagen. Und das Frontend holt sich dann die Daten wieder über die Typo 3 Semantic Web Extension, die die erlaubt, Frontends zu bauen, die im Backend Sparkle-Queries erzeugen. Also nicht, wie das bisher so ist, mit normalen SQL-Queries auf einer Datenbank, sondern Sparkle-Queries auf einem RDF-Store, um die Daten zuzugreifen. Die Forschungsdatenbank, da sieht das ein bisschen anders aus. Hier integriere ich halt Daten aus diesen verschiedenen Datendomains, Archäologie, Paläo-Umwelt und Geoarchäologie. Und dazu modelliere ich erstmal im Rahmen meiner Doktorarbeit Datenmodelle, Domain-Ontologien ist der Fachbegriff, und diese werden in meinem Fall in OWL, also Ontology Web Language, implementiert, und die dienen dazu halt, um solche Datenstrukturen für RDF formell zu definieren. Die Datenintegration, die ist nicht automatisiert oder so, also das ist in keinem Falle Rocket Science von der Seite her, weil ich schreibe für jeden neuen Datensatz, der integriert wird, ein kleines Python-Skript, wo ich zum Beispiel, wenn ein Datensatz eine Excel-Datei, was sehr oft der Fall ist, dann wird einmal erstmal die Excel-Datei eingeladen und es wird ein Mapping in Python-Code formuliert auf RDF-Abbildung. Also da habe ich dann meine URIs definiert in meinem OWL, in meinen Ontology Web Language Notation, habe ich die Beziehungen definiert und mappe dann die Daten nach RDF und speichere sie in meinen RDF Store. Dieses vom Ablauf her sieht das halt so aus, habe ich hier schematisiert dargestellt. Also ich habe hier Datenquelle, also wie gesagt, häufigster Fall sind Excel-Tabellen, können aber auch alles Mögliche sein, Geodaten auch, Shapefiles etc., XML-Daten als mögliche, Datenbanken, relationale Datenbanken, da formuliere ich dann halt SQL-Abfragen und baue halt diesen Custom Reader und mache dann für die Daten ein Mapping. Und wenn in diesem Datensatz jetzt neue Semantiken vorkommen, also irgendwelche Begriffe, die vorher noch nicht abgedeckt waren, dann update ich halt hier mein Domain-Model und füge diesem Domain-Model ganz einfach dynamisch diesen neuen Begriff zu. Das ist nämlich der Riesenvorteil an Semantic-Web-Technologien und RDF. Es ist schemafrei, ich kann jederzeit das Schema ändern und es
ja, beeinflusst nicht das Applikationslevel. Also alle anderen Applikationen, die können halt weiter damit arbeiten, weil die Daten, wie sie bisher da drin sind, sind halt nicht angefasst. Es ist nur erweitert worden und diese zusätzlichen Daten können dann in weiteren Applikationen halt zusätzlich verwendet werden oder halt auch nicht. Also der Riesenvorteil ist halt, dass ich direkt integriert habe und abfragbar vorhanden habe, ohne irgendetwas anderes ja, zu beeinflussen, was schon implementiert ist jetzt in dem Fall. Hier ist nochmal eine andere Sicht auf die Implementation dieser Datenbank. Also wir haben hier einmal die Eingabeseite, die Datenquellen, also sie können entweder direkt über das Frontend sein, oft von der Webseite, oder halt Datensätze, die an mich herangetragen werden, die ich dann so ein Python-Skript schreibe. Diese Daten werden halt in diese Modelle, die ich hier implementiert habe, integriert, aber auch weitere, wie zum Beispiel für Literaturdaten. Wir haben auch eine Literaturdatenbank für die Forscher zum Durchsuchen in RDF modelliert, also wo einfach halt Aufsätze im BibTeX-Format aus dem BibTeX-Vokabular vom, in unserem Fall vom MIT Simulib-Projekt modelliert werden. Es können auch bisherige halt Metadatenfachschalen auch gemappt werden in verschiedene RDF-Darstellungen. Kann man 1:1-Mappings machen. Ja, und gespeichert werden die halt die ganzen Daten im RDF-Store. Und zusätzlich speichere ich halt auch die ganzen Quelldaten und zum Teil auch für Datei-Downloads, für die Geodaten, zum Beispiel Shapefiles und Geotiffs einfach im Dateiformat, im Dateisystem, die werden dann auch verlinkt über RDF, die Download-Ressourcen, vor allem halt für Archäologen und Geowissenschaftlern im Forschungsprojekt, die halt jetzt den man jetzt nicht zumuten kann, mit Sparkle, GeoSparkle in ihren Anwendungen zu arbeiten, dass die dann halt ihren Shapefile haben können, um damit zu arbeiten, oder halt ihr GeoTIFF. Ja, und dann haben wir halt diese Schnittstellen, wie gesagt, OGC-Services auch noch für, also wo wir dann auch nochmal die Rasterdaten und die Geodaten über WMS, WFS, WCS anbieten. Den Sparkle-Endpoint und dann entwickeln wir auch noch weitere Schnittstellen webbasiert, wie jetzt zum Beispiel so ein GeoEx-basiertes WebGIS, was ich gleich noch kurz zeigen wollte. Das sind jetzt nur ein paar Zahlen, die schon jetzt integrierten Daten, also ungefähr über 20.000 oder um die 20.000 archäologische Artefakte, ca. 10.000 Paleo-Modelle sind drin. Geoarchäologische Daten habe ich hier jetzt noch nicht aufgelistet, das sind bisher knapp 1000. Dann haben wir hier eine Abbildung mit den Open-Source-Software-Projekten, die wir eingesetzt haben. Also das Web-Frontend ist ein Typo3-basiertes, basiert auf dem Typo3-CMS. Für WMS-Dienste benutzen wir den Map-Server vor allem. Die Geodaten werden als Backend für den Map-Server, also die Feature-Geodaten, in eine PostGIS-Datenbank gespeichert. Für Degree probieren wir gerade rum mit dem Catalog-Service, den wollen wir nämlich auch noch einsetzen, damit wir einen CSV-Node haben für die Daten. Wir cachen ein paar der Dienste, ein paar WMS-Dienste mit dem Map-Proxy, ein paar externe Dienste auch, wie zum Beispiel geologische Karten von tun wir zum Beispiel vom BGR cachen, um die bei uns in WebGIS einzubinden. Dann benutzen wir den Season Store von OpenRDF für den RDF Store und GeoEx Open Layers für das WebGIS. Halt. So, dann wollte ich hier mal den aktuellen Entwicklungsstand von der Webanwendung zeigen, was jetzt hier im Internet ist, was es ja ist. Muss das geladen werden?
Also das ist hier ein ganz einfacher Datenkatalog. Hier kann gesucht werden, hier kann gefiltert werden nach verschiedenen Uploadern. Im Moment ist das nur das Z-Projekt. Ich, meine Wenigkeit, ist ein Z-Projekt. Sieht man hier, ist mein Name. Ich habe es hochgeladen. Und dann sind auch im Moment auch noch nicht wirklich die richtigen Beschreibungen, wie das im Endeffekt sein soll. Hier kann man dann jetzt zum Beispiel so ein vom Palio Model Intercomparison Project 2, LGM 21K für heute Ocean Atmosphere Vegetation Model runterladen. Also habe ich auch schon reingeladen. Jetzt lade ich es gerade runter, 2,6 MB. Ja, kann man hier filtern. Also ganz einfaches User Interface. Kriegt jeder nicht IT, zu IT-affine User bedient. Also für die ganz einfachen Daten. Dann haben wir noch ein WebGIS Interface. Das lädt jetzt leider etwas länger. Das habe ich noch überhaupt nicht optimiert. Das ist noch keine Minified JavaScript. Das ist alles noch halt in Implementationsphase. Deswegen, das dauert jetzt wahrscheinlich zu lang. Das sind doch einige Megabyte, die er dann lädt. Ja, genau. Ja, dann können wir schon zum Fazit. Also die Vorteile durch den Einsatz von RDF, also Semantic Web Technologien, sind halt jetzt kurz aus meiner Sicht, also semantisch sind die Daten klar und eindeutig modelliert. Also man entwickelt halt seine eigenen Tupels und kann die dann durch sogenannten Linked Data Methoden mit schon definierten Modellen referenzieren, verbinden und hat die somit semantisch definiert. Und dadurch werden die halt auch interoperabel. Man kann zum Beispiel ein ISO 19115 in RDF modellieren und kann dann durch diesen Linking alle Daten, die in diese Beschreibung passen, dadurch halt auch abfragen. Wie gesagt, also das erspart mir den mühsamen Einsatz zum Metadatenfachsprachen. Ich muss jetzt nicht meine Daten in dieser Fachschale mühsam, in Anführungszeichen, modellieren und alle Daten eingeben. Ich kann halt nur das, was ich halt gerade habe, in RDF modellieren und später dann diese URIs nach ISO mappen. Und dadurch sind alle Daten, die ich so eingegeben habe, automatisch referenziert. Genau. Das, was ich gerade gesagt habe. Und die Integration in externe Projekte, die dann halt auch Semantic Web Technologie einsetzen, ist um einiges einfacher dadurch und kann ohne ja, große zusätzliche Metadatenbeschreibungen, wie wenn man es jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel von irgendeinem Archäologen seine Excel-Datei bekomme oder dann kurze Sachen. Kurze Abkürzungen über jeder Spalte stehen, muss ich denn erstmal anrufen oder zu ihm gehen und fragen, was er denn damit meint, damit ich das hier ordentlich modellieren kann. In RDF hat man halt direkt seinen Link auf diese Resource, womit das referenziert ist und kann es dann da im Internet nachlesen, was es ist. Und es ist halt direkt klar und man kann es direkt wiederverwenden. Und zwar genauso, wie es gemeint ist vom demjenigen, der den Datensatz erstellt hat, vorausgesetzt, er hat es so modelliert, wie er es gemeint hat. Ja, wie gerade schon angedeutet, den Wissenschaftlern selber, also den Archäologen und Geowissenschaftlern, werden die Daten über möglichst einfache Interfaces dargestellt. Die da im Moment sind halt ein WebGIS, dann möchte ich ein Exhibit, das ist sind Timeline-Visualisierungen auf direkt auf RDF-Datensätzen. Da kann ich dann, ist ja inhärent raumzeitlich dieses Forschungsprojekt, halt einen zeitlichen Filter auf die Daten anwenden. Ich habe auch schon Prototypen entwickelt, wo ich zeitliche Filter in einem WebGIS-Frontend drin habe. Den werde ich dann auch noch da reinbringen in absehbarer Zukunft. Ja, dann halt über die OGC Web Services, Sparkle Endpoint für die User, die es nutzen können. Und halt teilweise werden die Daten halt auch in
populären Datenformaten wie Shapefiles und Excel-Tabellen dargestellt, weil es halt doch das ist, womit die Wissenschaftler arbeiten wollen und nicht mit RDF-Serialisierungen. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Semantic Web Typo 3 Extension, genau. die formuliert, also man kann das, den RDF-Store dann halt als Backend verwenden, wie man jetzt normalerweise eine MySQL-Datenbank anwenden würde. Man kann sich dann über so ein Backend-Formular halt dann Queries zusammenbasteln. Okay, unterstützt halt, also man gibt eine Sparkle-Query ein in einem Backend-Formular und kann sich daraus ein Frontend zusammen. Okay. Basteln. Also. Und diese WebGIS-Funktionalität ist die also nochmal Bestandteil auch einer Typo3-Extension oder wurde die mit OpenLayers nochmal da integriert? Nee, das haben wir hier ganz einfach in GeoExt entwickelt und dann über TypoScript die JavaScript-Bibliotheken eingebunden. Also ist keine eigene Extension, ist nur. Okay. Hier, also man muss ein TypoScript dann externe Skripte definieren. Ja. Genau. Also gerendert wird das dann hier so. Also, das sind dann hier die Dateien für das WebGIS, dass sie halt eingebunden werden in die Datei. Okay, danke. Magst du mal das Projekt wiederholen von den Ja. Habe ich jetzt akustisch nicht verstanden? Nochmal bitte. Das Softwareprojekt. Das ist das CSIM RDF Store. Von die Seite heißt openrdf.org. Das ist wurde mir jetzt gesagt. Ich war letzte Woche in Münster auf einer anderen kleineren Tagung, da wurde mir gesagt, da werde ich sehr wahrscheinlich Probleme kriegen, wenn es jetzt ein bisschen größere Datensätze sind, weil der wohl sehr unperformant wäre. Da sollte ich mal nach Jena gucken, werde ich jetzt demnächst mal tun, hatte ich bisher noch keine Zeit. Oder direkt in einer herkömmlichen relationalen Datenbank wie Postgre oder MySQL im Backend speichern und dann nur nach halt durch inzwischen Software in PHP zum Beispiel, Triplify heißt das, auf der Datenbank halt dann arbeiten. Also wenn einfach diese Triples, das sind ja immer nur Subjekt, Prädikat, Objekt, also immer nur drei Werte in einer Tabelle pro Zeile in einer normalen relationalen Datenbank, da wird zwar halt die relationale Möglichkeit nicht genutzt, aber es ist trotzdem performanter, also anscheinend. Hast du Erfahrung mit Semantic Media Wiki? Hast du sowas integriert? Wie funktioniert das? Also ich weiß, was es ist. Ich habe es mir auch schon mal angesehen, aber jetzt wirklich viel damit gearbeitet habe ich noch nicht. Also ich weiß halt, dass man da seinen Content mit RDF, RDFS beschreiben kann, Markup eingeben kann. Bezieht sich diese Semantic Web jetzt nur auf die Metadaten oder kann man damit auch geografische Semantik definieren oder Abfragen machen oder auch so Schlussfolgerungen wirklich innerhalb der geografischen Daten ziehen? Also die eigentlichen Geometrien modelliere ich jetzt bis auf einfache Punktdaten noch nicht in RDF. Also ich modelliere jetzt keine Polygone in RDF. Ist aber, es gibt Forschungsprojekte dazu und es wird auch schon entwickelt, auch zum Teil bei Google. Es nennt sich GeoSparkle und da werden
wird daran entwickelt, dass es dafür Technologien gibt, auch richtig Geodaten in RDF zu nutzen. Aber soweit ist es halt im Moment noch nicht, um das wirklich produktiv einzusetzen. Aber also ich habe das so, dass ich die Metadaten wie eine Bounding-Box zum Beispiel zu meinen räumlichen Datensätzen in RDF modelliere und dann halt den Download-Resource zu dem eigentlichen Geodatensatz dann halt angebe. Und dann kann man sich diesen herkömmlichen Geodatensatz halt nach diesen Beschreibungen runterladen. Würde die DFG das denn überhaupt akzeptieren, sozusagen die Rohdaten wegzuwerfen und es komplett nur als integriert? Die Rohdaten, werden Zeitraum aufrechtzuerhalten. Ja, genau nicht. Also die Rohdaten, die werden immer vorgehalten in diesem doppelt und dreifach abgesicherten Andrew-File-System, das vom Rechenzentrum das garantiert betrieben wird mit also Doppel-Rate und allen möglichen Absicherungen. Also es ist wirklich extrem sicher. Es läuft seit zig Jahren schon, kann man sagen, also weit über 10 Jahren ohne Datenverlust. Und da liegen die Eingangsdatensätze und ich tue das ja nur zur Datenintegration und so, dass man halt zum Beispiel so Abfragen machen kann, wie gib mir alle Datensätze aus der Datenbank aus Südspanien zum Zeitraum des Last Glacial Maximums. Kann man dann eine Anfangs- und eine Endzeit angeben und bekommt dann aus der Datenbank die Datensätze. Und im Endeffekt lädt man sich dann, zumindest wie es im Moment noch implementiert ist, dann das Shapefile oder den GeoTIFF oder die OWS-URL bekommt man dann geliefert.